Deshalb ist das Sony 24-105 Objektiv für mich das beste Allround-Objektiv überhaupt für den Sony E-Mount. Punkt Nummer 1 ist natürlich die Größe und das Gewicht. Wenn wir die Gegenlichtblende hier abmachen, ist das Objektiv so groß wie meine Handfläche ungefähr und macht an der Sony A7 R5 eine richtig gute Figur und kommt sehr klein und schmal daher. Punkt Nummer 2 ist natürlich der Zoom-Bereich. Von 24 bis 105 mm kannst du weitwinklig fotografieren und auch im Telebereich. Das heißt, du kannst Landschaften fotografieren, bis hin zu Porträts kannst du fast alles damit machen. Die durchgehende Blende 4 sorgt dafür, dass du lichtstark unterwegs bist, selbst im Telebereich. Du kannst bei Porträts ein wunderschönes Bokeh im Hintergrund erzeugen und du kannst Available Light perfekt handeln, indem du mit einer Vollformatkamera bei Blende 4 fotografierst. Für die Astrofotografie ist es leider nicht so gut geeignet, aber dann nimmst du sowieso ein anderes Objektiv. Und nicht zuletzt natürlich der Preis. Das Objektiv ist in der Regel um die Hälfte günstiger als die Vergleichsobjektive aus dem Hause Canon oder Nikon und das ist schon ein echtes Kriterium. Mich würde interessieren, ob du ein 24-105 Objektiv für dein System nutzt und wenn ja, was du damit am meisten fotografiert hast.